Hallo Leute, mein Name ist Daniel Korte für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Model werden könnt. Ja Leute, ich habe viele Nachrichten bekommen. Daniel, wie soll ich Model werden? Oder ich habe den Traum, Model zu werden oder Schauspieler zu werden. Wie kann ich mich am besten bewerben? Was muss ich machen? Etc. 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 So, da es natürlich keine offizielle Ausbildung gibt, ja, wie zum Beispiel zum Bürokaufmann, Industriekaufmann oder wie auch immer, gibt es natürlich immer super viele Fragen zu diesem Thema. Und aus diesem Grund möchte ich einfach mal kurz eine Step-by-Step-Anleitung euch erklären, wie ihr euch als Model bewerben könnt, wenn ihr Model werden möchtet, wie das Ganze funktioniert. Zuallererst kann ich aber sagen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Model fragt, hey, wie seid ihr zum Modeln gekommen? Ihr fragt 10 Models und ihr werdet 10 verschiedene Antworten meistens bekommen. Bei dem einen war es die Freundin, die ihn, keine Ahnung, wo angemeldet hat. Bei dem anderen war es ein Model-Scout, der irgendwo gescoutet wurde auf der Straße. Bei dem anderen der hat sich vielleicht klassisch beworben, oder es ist wirklich immer unterschiedlich. So, und jetzt möchte ich euch heute erklären, wie das generell funktioniert, wenn ihr Model werden möchtet, wie das funktioniert. So, und diese Anleitung ist sowohl für Männer als auch für Frauen die absolut identische Anleitung. Wer eine ausführliche Anleitung zu diesem Thema haben möchte, der guckt hier unten in die Infobox. Dort ist ein Link zu unserem Videokurs, wo wir das wirklich Schritt für Schritt erklären. Ja? Und der Videokurs ist wirklich eine Anleitung dafür, wie ihr alles macht. Das, was ich jetzt euch sage oder mitgeben möchte mit diesem Video, ist einfach nur eine grobe Anleitung. Als allererstes, bevor ich jetzt starte mit den Schritten, möchte ich noch kurz was dazu sagen. Viele Leute denken immer, wir müssen professionelle Bilder haben. Professionelle Bilder von Shootings oder sonst was. Leute, wie soll das funktionieren? Wenn ihr gerade als Model starten möchtet und noch keine professionellen Bilder habt, dann ist das gar kein Problem. Ihr braucht nicht ein einziges professionelles Bild. So, ihr braucht wirklich kein Bild. Das ist so ein falscher Mythos, der vielleicht irgendwie so irgendwo in Kreisen rumläuft. Wenn ihr Model werden wollt, dann braucht ihr kein einziges professionelles Bild. Denkt da bitte dran, ja? Das Einzige, was ihr braucht, und jetzt kommen wir zum Schritt Nummer 1, sind Polaroids. Kurz auch Polas. So, wie man Polas macht, super, super einfach. Ihr stellt euch einfach mit schlichter Kleidung vor einer weißen Wand und macht mit eurem Handy Fotos, ja, ganz coole Snapshots, tak, 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 ungeschminkt, ja, bitte ungeschminkt, denn die Booker müssen halt, oder die Leute in der Modelagentur, die Model Scouts und Booker müssen sehen, wie ihr natürlich aussieht. Heißt, nicht geschminkt, sondern einfach natürlich. Dann macht ein paar Fotos, die blende ich auch mal hier ein, wie so die perfekten Polaroids aussehen. Diese Fotos, diese könnt ihr dann dazu verwenden, um euch bei Modelagenturen zu bewerben. Ihr braucht nichts anderes als das. Denn Booker, die sehen das, oder Model Scouts, wenn ihr Potenzial habt, an diesen kleinen Snapshots. Ja? Ihr braucht keine professionelle Kamera dafür, ihr braucht lediglich ein Handy mit iPhones sind ja sowieso schon relativ krass, iPhone Plus, was es für eine Kamera hat, aber auch da ist völlig Wurst. Ihr braucht einfach nur eine Handykamera, ja, ein paar Fotos machen, that's it. So, und dann macht ihr euch am besten natürliche Fotos von der Seite, von den Halbprofilen, das war's. Und genau diese Bilder könnt ihr dann nutzen, um die zu Modelagenturen zu schicken. So, jetzt kommen wir zu Step Nummer 2. Ihr sucht euch aus der Gegend Modelagenturen raus. Wenn ihr zum Beispiel aus Berlin kommt, könnt ihr zum Beispiel eingeben Modelagentur Berlin und dann schaut ihr, welche Agenturen im Umkreis Berlin für euch in Frage kommen. Wichtig an dieser Stelle ist aber auch, dass ihr wisst, was für eine Agentur für euch in Frage kommt. Bist du eher das High-Fashion-Model? Bist du eher das kommerzielle Model? Das ist ganz, ganz wichtig für euch zu wissen. Oder kannst du dich eher nur bei People-Agenturen bewerben? Mehr zu diesem Thema in Einzelheiten findet ihr in unserem Videokurs. Ja, so, Schritt 3. Wenn ihr eure Modelagenturen, Passenagenturen gefunden habt, dann braucht ihr eigentlich nur noch eure Maße. Dann nehmt ihr eure Maße, wie zum Beispiel Schuhgröße, Brustteil, die Hüfte etc. Schreibt die auf. So, Step Nummer 4. Die Bewerbung, die schlussendliche Bewerbung. Und das macht ihr folgendermaßen. Wenn ihr auf der Website von der Modelagentur seid,
dann gibt es meist ein Bewerbungsformular. Das füllt ihr aus. Da tragt ihr eure Maße ein und unten habt ihr meistens immer die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Und dann nehmt ihr genau diese Polaroids, von denen ich eben gesprochen habe, diese Bilder ladet ihr dort hoch. Keine anderen Bilder. Ihr braucht keine professionellen Bilder, Leute. Ja? Nochmal, keine professionellen Bilder werden nicht benötigt von niemandem. Diese ladet ihr dann hoch, macht eure Maße da rein und wenn man noch eine Nachricht hinterlassen kann, noch eine Nachricht und dann schickt ihr das ab. Wenn die Modelagentur kein Bewerbungsformular online auf der Seite hat, dann könnt ihr der Modelagentur eine kurze E-Mail schreiben mit den Bildern, mit den Polas, die ihr gemacht habt, kurz eure Maße, eure Details und das war's. Und dann wartet ihr auf eine Rückmeldung. So, und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Schritt und zum letzten Schritt, warten. Wartet bitte auf eine Rückmeldung. Es bringt nichts, wenn ihr Agentur, nachdem ihr eure Bewerbung abgeschickt habt, noch ein zweites Mal schickt oder ein drittes Mal schickt oder ein viertes Mal schickt. Leute, nein, das ist so bescheuert für Agenturen, denn die Agenturen kriegen eh schon zigtausend E-Mails am Tag, ja, und zusätzlich auch noch zigtausend Bewerbungen. Da ist es nur sinnlos, wenn man zusätzlich nochmal eine E-Mail hinterher schickt oder nochmal anruft. Also wartet ab. Ja, wenn ihr Potenzial habt, dann wird sich die Agentur bei euch melden. Denn die Agentur hat ja auch im Hinterkopf, mit euch Geld zu verdienen und ihr natürlich auch mit der Agentur. So, deshalb wartet ab. Das sind so oberflächlich jetzt mal die Schritte, wie ihr euch als Model bewerben könnt und wie ihr Model werden könnt. Ja? Wie gesagt, es gibt 800.000 Möglichkeiten. Es kann euch auch ein Model-Scout auf der Straße ansprechen. Was auch immer. Ihr werdet immer verschiedene Stories hören, wenn ihr Models seht, aber das ist so der richtig offizielle Weg, wie man dann schlussendlich Model wird. Nochmal zusammengefasst, Schritt Nummer 1, Polas machen. Schritt Nummer 2, passende, für dich passende Agenturen raussuchen. Schritt Nummer 3, die Maße rausschreiben. Ja? Dann Schritt Nummer 4, bewerben, online oder per E-Mail. Und Schritt Nummer 5, warten. So. Das ist der offizielle Weg. Ich hoffe, dass ich euch damit jetzt so ein bisschen mehr Klarheit geben konnte zum Thema Modelbewerbung, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord. Denkt dran, ich freue mich über Daumen und über Kommentare. Falls ihr sonst noch weitere Fragen zu diesem Thema habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten kann ich euch wirklich nur unseren Videokurs ans Herz legen. Dort haben wir wirklich Schritt für Schritt alles ganz im Detail erklärt, wie man Agenturen findet, wie man Fotografen überzeugt, was man bei einer Bewerbung noch beachten muss, wie man zum Beispiel am besten posen kann vor der Kamera, wie man seine ersten Testshootings macht. Dort ist wirklich alles drin. Und wenn ihr euch wirklich, wirklich, wirklich als Model arbeiten wollt, dann sieht es eher als Investment an. Ihr schaut euch den Videokurs an, Step by Step, und danach werdet ihr dann Schritt für Schritt weiterkommen. So. Das war's an dieser Stelle. Ich sag vielen Dank und bis bald. Ciao.